Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Das DLC ist nun vorbei. Leider. Aber wir haben Erfreuliches zu berichten. Und zwar haben wir auf ziemlich normalen Wege und das auch ziemlich schnell die Skins alle jetzt auch so freigeschaltet. Es hat zum Glück nicht viel gebraucht. Einfach ein bisschen erforschen, fertig. Alle Gegebenheiten waren gegeben und somit wollen wir nun die ganzen Dinosaurier freilassen, die wir haben. Zuerst fangen wir mit den normalen T-Rex an. Über den normalen T-Rex brauche ich offenbar nicht sehr viel zu sagen. Außer, dass er eben normal ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings habe ich ja beim letzten Mal schon bemängelt, dass es bei den T-Rex auch ein bisschen weniger Details gibt und die Schuppen nicht so gut sichtbar sind wie zum Beispiel bei irgendwelchen anderen Tieren. Ich werde denen jetzt einfach mal ein bisschen Wasser reinmachen und ein bisschen Fleisch, damit sie sich nicht so weit voneinander entfernen und auch was zu fressen haben. Das werde ich mal schnell machen. So, denn dann wird nämlich der T-Rex dann gleich wieder dahin rennen. Denn wir wollen uns jetzt nämlich mit dem T-Rex hier zusammen, mit dem Standard-T-Rex von Jurassic World Evolution, den vielleicht sogar die wenigsten mögen, wollen wir uns einfach mal die anderen Tyrannosaurier alle holen, die es von Return to Jurassic Park DLC gibt. Das hier ist, wie man sieht, der normale. Merkt ihn euch sehr gut. Wie lange wird der noch rennen? So, der wird zum Fleisch. Naja, jedenfalls merkt euch die Gestalt sehr gut. Denn jetzt holen wir uns nämlich die normalen T-Rexe. Und anfangen tun wir mit 1997. Nö. Wir fangen mit 1993 an. Der 1993er T-Rex ist jetzt nachträglich erschaffen worden. Und der 1993er T-Rex ist die Original-Rexy. Also viel Spaß. Ringfrei für die Original-Rexy, welche mein Herz im Sturm erobert hat. Das Problem liegt hier nicht mehr dabei drin, dass es ein Problem ist. Aber guckt man sich das im Gegensatz zu den Original-Rex an, merkt man doch ziemlich schnell, dass es doch ein ziemlich anderes Exemplar ist. Nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen der Anatomie und wegen dem Modell an sich. Dieser Rex hier ist einfach detaillierter als der andere Rex und irgendwie wirken die vielen Falten an der Haut, die vielleicht an etwas an Elefantenfalten erinnern, sogar noch ein bisschen realistischer als die des normalen Tyrannosaurus von Jurassic World. Manchmal fragt man sich so, was haben sie nur getan? Ernsthaft, was haben sie getan? Allerdings ist das auch völlig normal. Ich meine, im Let's Play hat dieser Rex mein Herz vor allem deswegen erobert, weil es einfach wirklich sehr original aussieht. Die Details, ich liebe die Details viel mehr als beim Original Jurassic World T-Rex. Sie haben das Tier sicher sehr gut getroffen. Wäre zwar vielleicht ein kleines bisschen besser gewesen,
wenn die wirklich auch ein bisschen anatomisch vielleicht ein kleines bisschen was gemacht hätten, aber wer weiß, vielleicht sehe ich das gerade etwas auch ein bisschen falsch. Ich liebe diese Falten. Die geben den T-Rex eine ganz kleine, bestimmte Persönlichkeit und die lassen es eben älter wirken. Ich wünschte, die würden miteinander interagieren, damit man sieht, wie man die sieht. Und das sieht auch wirklich genial aus. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich bin wirklich sehr begeistert von dem Tier. Jetzt laufen die wirklich aufeinander zu, so direkt. Indirekt. Damit man sie wirklich mal so ein bisschen nebeneinander sieht. Und es sieht wirklich so aus, als ob beim Modell wirklich etwas geändert wurde. Hallo, kannst du mal bitte in die andere Richtung gehen? Na egal. Auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall sagen, hier bei den Knochen, also bei den Chance, also bei den Kiefern wurde was gemacht. Da gibt es jetzt ein bisschen mehr Tiefe. Okay, man kann jetzt sagen, dass mir den Schädelfenstern, wie ich da schon im Let's Play erklärt habe, beziehungsweise das ist, wirkt ein bisschen unakkurat, beziehungsweise sind das meistens kranke Dinosaurier, die vor allem abgemagert sind, bei denen man diese Schädelfenster so extrem sieht. Eigentlich ist dieser Jurassic Park T-Rex dann noch ein bisschen akkurater, aber ja, es lässt ihn doch irgendwie cooler aussehen. Ich meine, ich weiß nicht wieso, aber ihr kennt das Jurassic Park Icon, ihr kennt alles Mögliche da drin und ja, das macht es eben cooler. Aber genauso cool sind auch die Variationen, die es von diesem T-Rex da eben gibt. Und die wollen wir uns gemeinsam ansehen. Als nächstes fahren wir fort mit 1997 Buster A. Und der ist nicht mal ein Mod und sieht trotzdem so geil aus. Den muss man einfach mögen. Das ist nämlich der 1997er T-Rex Bugskin. Also nicht wie Backen, sondern wie Bug, so wie Bock. Nur Bug. Kurz vom Bugmonster. Lang für Bug. Wir sehen auf jeden Fall, dass sich hier bei dem T-Rex sich sogar etwas ein bisschen vielleicht sogar getan hat. Aber ich sehe jetzt gerade auch einen Kopf. Eigentlich ist der Kopf ziemlich gleich geblieben. Aber die Falten und so, die sehen wirklich genial aus. Der Skin ist richtig schön detailliert. Die ganzen Übergänge und so, die sehen richtig toll aus. Und endlich gibt es mal filmakkurate Skins. Und nicht immer nur die vorgegebenen von Frontier, welche irgendwie zum Teil sogar direkt verhunzt werden. Nichts gegen Frontier, aber was die als letztes für Skins gemacht haben, die passen einfach nicht. Beziehungsweise es gibt viele Skins, die zu den Dinosauriern nicht passen, aber dieser Bug, das ist mal wieder eines der genialsten Farbvariationen, die es so gibt. Ja, über die Details so an sich brauche ich jetzt nicht sagen. Dazu habe ich mich jetzt gerade schon ein bisschen ausgedingst. Ich habe den nur ein einziges Mal versucht nachzumachen. Und der ist, naja, so mittelmäßig geworden. Ich wusste nicht, wo die Streifen aufhören, wo die anfangen oder so. Aber ich finde das einfach so genial. So. Und wenn wir weitermachen, dann finden wir sogar noch einen 1997er Skin. Der nennt sich nämlich 2001 Muster. Muss ich mir mal reinziehen.
Ja. Dieses Muster wird 2001 Muster komischerweise genannt. Aber die Darstellung ist ein kleines bisschen falsch. Denn bei diesem Muster hier handelt es sich nämlich um das Weibchen von Lost World. Es sieht eben ein bisschen orangebrauner aus, weil das im Film auch so aussieht. Das ist eigentlich total das totale Gegenteil von Rexy von der Farbperspektive her. Das ist auch einer der anderen T-Rexe, die es in diesem Spiel eben gibt, beziehungsweise im gesamten Film auch. Das ist die Mutter des kleinen Tyrannosaurus Rex Babys, welches man auch in Lost World sieht. Und dieses ist eben so richtig, eigentlich auch so grün gewesen, genau, fast wie der Vater, noch ein bisschen heller. Weswegen man dachte, das ist eigentlich, ja, wirklich grün, also das hat auch so einen leicht rosaligen Schein gehabt. Aber, jo, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, ob, es überhaupt noch was freizuschalten gab. Wenn doch, dann habe ich das jetzt irgendwie, denke ich mal, versäumt. Eigentlich haben wir jetzt alle Skins, habe ich das Gefühl. Und trotzdem habe ich das Gefühl, uns fehlt irgendwas. Aber egal, suchen wir uns das 2001er Muster nun raus. Was ist es? Es ist... roter T-Rex. Aber ich frage mich wirklich, wo kommt dieser T-Rex her? Wenn das irgendjemand weiß, ich weiß es nicht. Aber ich habe die Vermutung, beziehungsweise habe ich das gehört, dass es der T-Rex aus der Novelle sein soll. Also der Buch T-Rex, der sozusagen im Buch für Angst und Schrecken gesorgt hat, der laut Beschreibung halt so aussehen soll. Oder ist es irgendein Spielzeug, von dem man nicht wissen, dass es mal den gab, oder nur filmakkurat dargestellt? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, uns fehlt ein Skin. Weil ich habe wirklich alle angegeben. Ich guck nochmal nach. Küstengebiet 93, 97. Warte mal. Ich glaube, den habe ich vergessen. Okay, den machen wir noch schnell. Bis gleich. Wenn ich jetzt... Nö, das ist er nicht. Oder? Nee, das ist... Jetzt habe ich zwei von denen. Scheiße. Jetzt habe ich zwei von denen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wir haben doch alle Skins. Ich dachte, ich hätte mich verguckt, aber ich habe alle. Vergewissern wir uns nun, ob das richtig ist. Ja, ja, das ist er. Das ist er. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Er wird auch als 1997er T-Rex gekennzeichnet. Darf ich euch mal sagen, an wen der mich ein bisschen erinnert? Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, das ist das Baby. Muss mich lieb haben. Nee, wie ich darauf komme, ist, wenn man sich also man sieht so klitzekleines bisschen grün-bläulich durchschimmern, wenn man sich das Baby mal da ansieht. Dann ist das vor allem so pink schimmernd, je nach Perspektive. Und die ganze Grundfarbe des Babys besteht eigentlich aus einem gräulichen Ton. Das kann ich nochmal nachsehen.
kann dann auch nochmal in die Beschreibung einen Link hinzugeben, der zu sagen sagt, jo, das ist jetzt der, das kann das Baby sein. Nein. Auch wenn das komisch wirkt, weil der Jurassic Park T-Rex, also der Jurassic Park 3 T-Rex, war ja eigentlich grün wie sein Vater. Also wie das Vater vom Baby. Baby. Lost. Damals doch. Okay. Tatsächlich habe ich jetzt nachgesehen, um zu gucken, dass ich keine Scheiße rede. Abgesehen von Kunstwerken gibt es hier den Bug-Rex und dann irgendwelches Spielzeug. Und abgesehen davon gibt es eigentlich nicht sehr viel vom Baby-Rex. Doch, hier gibt es was. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Wenn es nicht der Baby-Rex ist, wäre es das dann doch. Warte mal. Da hat jemand eine Skulptur gemacht. Das ist der Baby-Rex. Wisst ihr warum? Ich habe jetzt ein Bild gefunden. Sein Bauch war rosalig, als der geboren wurde. Sein Körper war grün-gräulich. Bei dieser Skulptur. Da ist ein leichter Blauschimmer zu sehen. Genauso wie auch bei dem Baby Rex, den ich jetzt als Bild gefunden habe. Und das Rosalige wurde eben dieses weißliche Gelb. Das hat sich sozusagen im Alter umgefärbt. Und dadurch entstand eben diese Farbe. Doch in Jurassic Park 3 kann man nicht sagen, ob das wirklich auch der Baby Rex war. Aber man sagt, der Baby-Rex war ja derselbe Rex, der im dritten Teil getötet wurde. Und würde man jetzt bei diesem Rex hier, würde ich mal sagen, Moviefilter drüber klatschen, dann würde der eventuell sogar wirklich so aussehen wie sein Vater. Erstens das, nur ein bisschen heller grün. Und dazu würde man dann schließlich das Rätsel gelöst haben, warum der eben so aussah, wie der aussah. Und auch hier so aussieht, wie er aussieht. Denn dieser Rex ist wirklich der Hammer. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht was Neues gelernt. Was haltet ihr von dieser Theorie, dass es der Baby-Rex sein könnte? Ich denke, ja, der ist zwar von den Farben dann ein bisschen blasser geworden. Aber abgesehen davon könnt ihr es vielleicht hinhören. Also schreibt am besten mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Part wieder, wenn wir die nächsten Dinosaurier miteinander vergleichen. 2 Bugs. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.